Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pursen Architekt und das ist, glaube ich, die 20. Folge. Ja, ich bedanke mich, dass ihr schon mal zuseht. Das war ein lauter Anfang. Ich brauche hier mal den erstmal hier ein bisschen Dings hin. Ein bisschen Lampe hier. Genau. Und Versorgung. Ja, Strom. Nicht genügend Geld. Komm, kauf. Dann holt Geld. Mach Geld. Egal. Auf alle Fälle muss ich dann irgendwo mal Strom hinlegen. Ach ja, wir haben jetzt übrigens dieses gute Mal. Da haben wir jetzt fertig. Da müssen wir jetzt hier, machen wir hier mal schlechtes Mal. Essensqualität niedrig. Keine. So. Oh, was ist denn das da? Was ist denn das? Egal. Da ist irgendwie der Chef, glaube ich. So, ja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Warum sind hier keine Putzdienste? Die ist alles so verdreckt. Die machen erstmal die Duschen sauber. Oh, nein, 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 Scheiße, schaffe ich nicht mehr. Nein! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann können wir schon mal wieder einstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und tschüss. Die sollen sich mal wenigstens hier dieses Ding da angucken. Ah, diese Tunnelgräber. Was können wir gegen die eigentlich machen? Muss man mal anlesen, was man machen kann. Weil dann graben sie sich mit den Tunneln raus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Das sind alle Wachen hier, toll. Ja, da ist ein Loch. Guckt es euch mal bitte an. Ja, guckt es euch an. Ach, Räume. Ihr steht davor und seht nicht, dass ein Loch ist. Nicht genügend Geld zur Verfügung. Ach du Gott. Ich nehme jetzt für Kredite auf. So, jetzt zahle ich den hier zurück. Verringern? Geht nicht. Aktueller Bankkredit 12.000? Oh. Oh, da ist es. Räume. Wo war es denn gerade? Da war es gewesen. 1.000. Ja, 1.000. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel drauf gedrückt. Egal. Egal, egal, egal. Ja, jetzt kriegen wir die Exporte, ist klar. Jetzt kommen die Exporte, das, was wir jetzt vorher gebraucht haben. Das ist so normal. Ja. Ach, das ist hier manchmal ein bisschen komisch, finde ich. Haben sie die Tunnel wenigstens verfüllt, so wie es aussieht. Können wir den hier verringern? Ja, kann große Kredite nehmen, ja, das würde ich gerne jetzt machen. Na egal. Auf alle Fälle kaufen sie bestimmt wieder gleich Bäume, weil das so toll ist. Oh. So, da kommt, was holt denn der ab? Holt der Apfel ab? So wie es aussieht. Ja. Wird gleich mal aufgemacht, wenn er durchdüsen kann. Und jetzt der Strom hingelegt, dass sie was sehen. Ja, das ist sehr gut. Was für der Gärtner hier? Ich glaube, wir machen mal hier eine Razzia einfach mal. Weil... Warum hat er eine Gartenschere gehabt? Egal. Weil das hier, ich glaube, das bringt es, damit wir nochmal gucken, ob wir nochmal Tunnel hier haben. Bestimmt haben wir irgendwo Tunnel wieder gebaut. Ja, es geht danach. Ja, lernen sie etwa? Unsere 8 Wachen lernen. Das ist ja toll. Notfälle. Mal auf. Kommt Kleidung. Und durch. Ja.
Schlafen eher, deswegen dürfte ich nicht stören. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen sie sich alle wieder duschen. Da müsste ich eigentlich ein paar hinschicken. Verlangsamt sich das zwar, aber. Eine Spritze. Wo gehen die dahin? Naja, jetzt gehen sie erstmal alle futtern hier. Alle auf zur Kantine. Alle in die Kantine. Los. Hopp, hopp. Ihr habt Hunger. Was haben die jetzt hier? Zehn Gefangene wurden vor kurzem unnötig durchsucht. Ja, ich weiß, es ist ja gleich fertig. Auf da. Hau rauf. Rein in den Hof. Ja. Freizeit ist gleich wieder, auch gleich wieder vorbei. Und die Places sind auch gleich wieder fertig. Ja, die gucken sich dann noch, die beten hier noch ein bisschen. Was macht der Gefangene hier im Büro? Warum hat er Handschellen? Ach nee, das ist glaube ich dieser Alkoholdings da, nicht wahr? War es nicht so gewesen? Na genau, unterrichtet, ja. Automatisches Speichern, yay. Ein Handy hat er gehabt. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja, genau. Wir müssen hier. Nein. Genau, sonst kommen wir wieder gerade zu viele Prisoners. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus? Drei in der Einzelhaft, drei warten noch. Naja, okay, wenn sie zwei reinsperren, ist auch gut. Dann haben wir mal hier alles gesucht gehabt. Was ist denn das hier? Eine hölzerne Spitzhacke haben die schon gebaut. Eine Heckenschere. Drogen. Schraubendreher, Handy, Zigaretten, Gift, Alkohol, Schere, Medizin, Nadel, Gabel, Messer, Metallschaft. Was? Okay. Und Keil. Okay, keine, ja. Keine, ist klar. Ja, mach doch mal da auf. Mal gucken, sind wir gleich fertig. Sind ja nicht mehr viele. Wurde gleich alles gefunden. Noch 5. Da hat irgendein Hund angeschlagen. Haben wir jetzt eigentlich erstmal zurückgezahlt. Bankkredit, ja, verringern, genau. Man hat zwar ein bisschen Geld verloren, aber kriegen wieder 5.000 pro Tag gleich. Also durften wieder, genau. Und fertig. Ja, wie sieht denn eigentlich mit dem Schmuggel hier aus? Eine Übersicht über Quellen von Schmuggelware in ein Gefängnis, sowie über kürzlich gefundene und geschmuggelte Ware. Okay, also hier drinnen werden viel, hier wird viel geschmuggelt, hier wird drin viel geschmuggelt. Hier drin? Und mal, in dem Ding hier wird geschmuggelt, okay. Ist klar. Weil das Ding hier auch so groß benutzt wird. Hier wurde ein Handy gefunden, okay, ja, naja. Hier wird viel geschmuggelt. Hier können, ich glaube, das könnte geschmuggelt werden hier oder so. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Angebot und Nachfrage. Okay. Ja, hier wird viel geschmuggelt. Metallschaft. Was auch immer das sein soll. Bohrer, Hammer, Schraubendreher, Säge. Naja. Mal gucken. Personalchef, der sollen sie da reingehen in den Raum. Arbeitet unser Personal eigentlich hier 24/7? So wie es aussieht. Aber wenn die das meinen. Ach, unser Prisoner-Bus. Oder warum waren der immer noch hier? Ich frag gar nicht erst. Was ist denn das hier alles? Box beinhaltet Duschkopf, Abfluss. Achso, das sind das hier. Genau. Wir könnten jetzt übrigens mal hier wieder das machen. Betonmauer. Und dann hier. Personaltür. Nee, nicht dahin, dahin. Oh. Was macht denn der da? Wollte der einfach abhauen? Auf alle Fälle reparieren sie gerade wieder die Tür. Weil die beschädigt war. Naja. Ich glaube, der wollte abhauen. Und da kommt schon wieder Geld an. Ich kann schon wieder einen Rechtsklick machen. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht geht. Auf alle Fälle fällt da Geld. 800 Exporte. Sehr gut. Was ist hier eigentlich los mit dem Hof? Räume. Hof. Muss man nicht verstehen, oder? Nee, muss man nicht verstehen. Ja, mach auf. Genau.
Was macht der jetzt hier? Na, der kommt eh nicht durch den Wald durch, deswegen stört es mich nicht, aber was auch immer da gemacht hat. Warte mal, wir gehen mal den hier durchsuchen. Abgerissen, Gefangenen durchsuchen, bitte. Ich frage mich, was er da gemacht hat. Ja, genau, der hat wahrscheinlich hat was geschmuggelt gehabt. Deswegen war er da draußen gewesen, so wie es aussieht. Hab mich schon gefragt, was er da gemacht hat. Das sind so eine kleine Auffälligkeiten. Deswegen mag ich auch so Prison Architect, finde ich. Sind bei 10 Minuten, okay. Deswegen mag ich irgendwie Prison Architect. So eine kleine Auffälligkeiten, wie zum Beispiel da oben. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob es einprogrammiert ist, aber ich frag mich nicht, warum er da hochgelaufen ist. Aber ich schätze mal, dass vorhin schon einer da hochgelaufen ist und sich dann da was versteckt hat. Und der hat sich's abgeholt. So kann ich mir das vorstellen. Ob so ist, weiß der Gott. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Das macht aber auch so. Wenn es nicht gewesen war, war trotzdem eine kleine Ablenkung, dass er hochgelaufen ist. Und ich konnte es mal durchsuchen, ist auch mal was Schönes. Ja. Benötigt ein Arzt. Benötigt ein Arzt. Oh, das Essen ist vorbei. Jetzt gehen sie alle duschen. Da ist der Erste. Da ist die Tür. Da. Ja. Jetzt können sie alle duschen schön. Auf. So. Ja, auf Chloro duschen. Und schon eine Schlafenszeit. Mach auf. So, jetzt haben sie alle da durch. Ja, genau. Jetzt muss ich mal gucken, eigentlich, wie werden irgendwo Stationierungen? Hundepatrouillen. Bewaffnete Patrouillen. Hundepatrouillen können wir mal hier weiterziehen. Genau. Bewaffnete Patrouillen haben wir auch, genau. Aber der eine schläft ja gerade da, deswegen kann er gerade keine Patrouille machen. Ja. Normale, schwere, zu schützende, extreme Sicherung, nur für Personal hier. Was ist denn das hier? Zylog? Nee, können wir nicht machen. Was ist das hier gewesen? Na, das natürlich, ja. Hier, das, der Kantine nicht, nee. Da, genau, das ist dann nur für Personal. Das hier kann ich auch nicht machen, da kommen sie nämlich nie mehr dahin. Das hier eigentlich auch nur für. Ach du Gott, warum zieht denn das hier so durch? Eigentlich das hier auch nur für Personal. Aber ich lasse es mal lieber. Ich weiß nicht, ob da welche hin müssen. Kein Zutritt, der ist ja gut. Gucken wir das eigentlich hier abreißen. Gebäude abreißen, ja, das braucht hier eh keiner mehr. So. Ja, ich würde sagen, 20 die Minute, machen wir 20 Minuten, weil 20 und 2 an, versteht ihr? Krass, oder? Stuhl, Schreibtisch und Aktenschrank. Okay, bauen wir mal, rechnen wir das mal hier ein für den. Aktenschrank, Schreibtisch, nee, wenn dann schon drehen waren. Und ein Stuhl. Das macht ihr jetzt hier drin, egal. Komm, baut es ein, wo bleibt ihr alle? Wo sind meine. Achso, die würden noch hinten das abreißen, deswegen. Ja. Ja, dann kommen sie da hin, laufen da rein. Eigentlich bringt diese Tür hier gar nicht, weil sie hier durch rausrennen. Aber egal. Ich habe eine Tür da. Das sieht gut aus. So, brauchen wir jetzt noch einen Sicherheitschef? Personal haben wir auch schon, oder? Wache, Sicherheitschef. Ja, mehr können wir auch nicht bauen hier. Maximal hired already. Wir haben schon die maximalen Leute. Wir könnten mal gucken, können wir noch irgendwas erforschen? Hauptmenü, Gefängniswertung. Aha, müssen 10 Gefangenen entlassen werden, okay. Aha. Freigeschaltet. Wir haben schon alles, bis auf diese Steueroase hier. Können wir aber nicht, ich habe nicht genug Geld. Tut mir leid. Ja, Groll. Ja, müssen wir wegmachen. Was machen die da oben alle? Okay, ich weiß es nicht. Ja. Rubbish, hier machen wir auf für den hier. Für den Rubbish, für den Abfall. Und Abfall. Ja. Unser Gebetsteppich, das sieht aus. Demontieren. Demontieren, die machen wir hier weg. Und setzen wir da rechts hinein einfach. Es gibt doch hier irgendwo auch so Tool. Da demontieren. Und dann können wir hier. Naja, egal, ich hätte es trotzdem gekauft, egal. Egal.
Und ab. Ja, und wer baut jetzt dahin? Ja, jetzt laufen sie wieder zurück, das ist. Ah, komm, mach auf. Genau, und wo sind die? Ja, warum tragen sie weg? Die kommen doch eh gleich wieder hier hin. Ich frag nicht. Eigentlich müssen wir jetzt noch dieses schlechte Mal gleich hier fertig haben. Das müsste heute eigentlich schon fertig sein, oder? Hatte ich doch rausgenommen hier. Aber es haben nicht alle geschafft zum Essen. Was ist denn das hier? Das Essen müsste ich eigentlich hier viel länger machen. Finanzen. Tagesplanung hier. Essen. Freizeit machen wir hier hin. Hier da weg. Freizeit. Essen. Und da auch Essen. Was war das gerade? Ja, Ruhe, immer Ruhe, immer Ruhe, immer mit der Ruhe. Hier, holt mal hier einen Chef. Da, hier, geht mal dahin. Geht mal lieber dahin. Passt mal lieber auf den hier auf. Genau. Gut. Gut, alles in Ordnung. Die hier arbeiten hier. Die quatschen mit dem Pfarrer. Drugs, Clothing. Okay. Die hier oben haben wieder zum Exportieren gearbeitet. Wir können mal ein paar neue Sägen bauen für das Geld, was wir jetzt haben. Kostet zwar, aber naja. Brauchen wir da. Wir kriegen halt damit mehr. Irgendwann. Mal. Ja, was können wir jetzt machen? Das mit dem Baum hier, den können wir mal hier demontieren. Und den hier bitte auch. Huch. Huch, 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 huch. Eins mal. Mal eins, mal eins, mal eins. Ja, eigentlich müssten wir. Ach, wir haben einen Metalldetektor schon hingebaut. Okay, gut. Ich dachte gerade, wir könnten ja mal einen Metalldetektor da hinbauen, aber haben wir ja schon. So, die sollen sich mal ein bisschen beeilen. Auf. Ach, der muss von oben ran. Das ist ja so ein komischer Baum dann, nicht wahr? Genau. Und er ist verschwunden. Was macht denn das so lange? Ich dachte, ist mir egal. Lass uns den mal dem. Ah, jetzt ist er verschwunden. Ist ein Prison-Architekt. Was ist das da? Ach, es waren wieder Bäume bestimmt. Ja, ein Baum. Die hier gehen wieder essen. Gibt es überhaupt noch genug Essen? Ja. Eine Schere. Ja. Da, die essen jetzt alle. Gibt kein Essen irgendwie. Naja. Egal. Egal. Was ist das denn hier manchmal? Küche. Hier fehlen manchmal ein paar so Ausschnitte. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gemacht. Oh, das leckt aber ganz schön gerade hier. Oh, oh, oh. Ich speichere mal lieber. Gefängnis speichern. Let's play Prison speichern. Das leckt aber gewaltig. Was ist denn jetzt hier los?